Das ist nicht der echte Weihnachtsmann. Das sagt ihr mir, wenn ich euch frage, was muss ich noch zu dieser Folge wissen. Euch fällt nichts Besseres ein, als mir zu sagen, dass das Julian ist und nicht der echte Weihnachtsmann. Das sieht man doch, oder nicht? Also blöd bin ich nicht, sag ich so, wie es ist. Ey, was ich letztens auch in den Kommentaren gelesen habe, ist, dass der Osterhase stirbt. Da hat leider irgendjemand gespoilert und ich habe den Kommentar leider gelesen. Wie stirbt denn der Osterhase? Unter welchen Umständen stirbt denn der Osterhase? Aber gut, ne? Wir nähern uns nichtsdestotrotz mit unglaublich großen Schritten dem letzten Märchenasozial und den letzten Songs aus der Bohne. Spätestens am Wochenende, am Samstag, ne, ich pinne immer den Kommentar hier unter den Videos an, Twitch, live, dies, das. Link ist in der Beschreibung, Link ist im angepinnten Kommentar, Twitch, kommt gerne vorbei. Wir geben uns am Wochenende wahrscheinlich den ersten Akt vom letzten Märchenasozial. Da freue ich mich extrem drauf. Also, Santa bleibt der Boss, Abfahrt. Was soll denn dieser Das ist der echte Weihnachtsmann, oder? Bisschen korpulenter, bisschen dicker, andere Bart, ein paar Löckchen, geil. Von Weihnachten, es ist doch das Fest der... Guess who's back? Santa der Boss mit dem fettesten Track, seit mein Tupac erschoss. Die Crib ist ein Schloss, mein Schlitten ein Ross. Was sagt ihr über Tupac? Back, Santa der Boss. Auch back, Santa der Boss. Im Santa-Modus hat Julian auch immer so voll diese... Das finde ich auch immer nice. Ich habe schon, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal gesagt in irgendeiner Reaktion. Zu dem Soundbild hat Julian auch irgendwo eine kleine andere Stimmlage. Hier kommt er ein bisschen laid back rüber, ein bisschen überheblich, wisst ihr, ich meine so. Beim Osterhasen kommt er voll aufgedreht rüber, rappt auch dementsprechend ein bisschen schneller. Ich finde es super, also diese Details generell, auch hier wieder ein ganz anderer Beat, diese Details generell kommen hier immer super, super nice rüber. Ich sag euch, wie es ist. Das ist der Echte. Das war der Echte, oder was? Mit dem fettesten Track seit mein Tupac erschoss. Die Crib ist ein Schloss, mein Schlitten ein Ross. Bring euch bei, wenn der Boss ist wie Diana Ross. Die Crib, ein Schloss. Das ist Vincent Lee hier an der Stelle. Man sieht ihn nicht so oft, aber jedes Mal, wenn ich ihn sehe, möchte ich ihn ganz kurz hervorheben. Das ist der Mann, der die Beats macht, ohne Scheiß. Und seine Crib ist ein Schloss, halten wir fest, okay. Seit mein Tupac erschoss, die Crib ist ein Schloss. Mein Schlitten ein Ross, bring euch bei, wenn der Boss ist wie Diana Ross. Die Kette ist Gold und ich mess meinen Erfolg nicht an 10 Mio-Kicks, nicht an Trends, nicht an Zoll. Ich doll Massen voll Asche, die Taschen sind voll auf der Straße, der Rari mit 20er Zoll. Er sagt zwar, er misst seinen Erfolg nicht an Trends und so weiter, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Videos damals, ich glaube, damals gab es auch schon die YouTube-Trends, oder Chat, korrigiert mich da bitte, falls ich falsch liegen sollte, aber ich glaube, es gab damals schon die YouTube-Trends. Ich denke mal, immer wenn Julian irgendwas rausgehauen hat, war er irgendwo in den Top 5, oder? Wenn nicht sogar auf Platz 1. Also natürlich zieht man nicht darauf ab, so in die Trends zu kommen. Man wird da einfach reingewürfelt, man bestimmt es ja nicht selber so. Ich glaube, war immer auf 1, immer auf 1. Er war immer auf 1. Aber er definiert sich ja nicht durch Trends. Also ich gehe mal davon aus, oder wir sind uns da alle einig, wenn die letzten Songs aus der Bohne Akt 3 kommt, das Ding wird auch Platz 1 für ein paar Stunden oder Tage reservieren, glaube ich, oder? Wenn Kindergesichter sich freuen wie Ball und am liebsten direkt ihr Geschenk öffnen wollen, geht Liebe durchs Volk. Dieser Shit macht mich stolz, jeder liebt mich von Istanbul bis nach Stockholm. Von Istanbul bis nach Stockholm. Digga, ja, seine Betonung, generell seine Stimmlage ist auch hier wieder komplett anders. Ich habe sie schon mal so gehört. Ist aber nicht meine Lieblingsstimmlage so. Sandmann hat mir sehr, sehr gut gefallen. Oder auch die Stimmlage von der Zahnfee auch nice. Bei Sandmann war halt nochmal on top als Bonus diese unglaublich geile Hook dabei so. Geschenk öffnen wollen, geht Liebe durchs Volk. Dieser Shit macht mich stolz, jeder liebt mich von Istanbul bis nach Stockholm. Ich bin ein Idol, jeder findet mich toll, doch du hast mich gebisst. Kein Plan, was das soll. Mach lieber den Sack mit Geschenken voll, den von Louis Vuitton. Du möchtest gern Proll. Du hättest dich. Du möchtest gern Proll. Jetzt kommt hier so ein Break, so eine Pre-Hook, bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich glaube, wenn deine Videos nach immer weit über 1 Million Klicks macht und 200.000 Likes, geht es gar nicht anders als auf Platz 1. Würde sogar fast sagen, ich weiß gar nicht, ich war ja noch nie bei einem Release von Letzte Songs aus der Bohne oder Letztes Märchenasozial dabei. Das wird bei Akt 3 das erste und letzte Mal leider, glaube ich. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass die Videos innerhalb von 24 Stunden locker über 1 Million Klicks machen, oder? Also jeder wartet ja darauf, auch auf den Spin-Off so. Wisst ihr, ich meine, jeder wartet ja darauf. Wann droppen denn die Videos immer? Zu welcher Uhrzeit, Chat? Weiß man das? Oder wisst ihr das? Droppen die immer zur gleichen Uhrzeit? Ich nicht mit mir anlegen soll, doch du hässlicher Troll, nimmst gern den Mund bis so voll. Wart mal ab, bis die Schneelawine dich überrollt. Auch hier, wart mal ab, bis die Schneelawine dich überrollt. Geiler Break, also generell, er hat auch mal wieder super viel Filterautomation drin. Generell, diese ganze Produktion ist halt wieder so Vincent Lee-like, wisst ihr, was ich meine? Und bist so voll. Wart mal ab, bis die Schneelawine dich überrollt. Denn beim Beef schlag ich zu wie der Hahn bei einem Colt. Santa bleibt der Boss, das wisst ihr schon. Der Nummer 1 ist ja Tradition. Aber ich finde, ich muss ehrlich sein, ne? Ich finde,
Das Ding kam 2017 raus. Man sieht auf jeden Fall über die Jahre schon krassen Qualitätsunterschied. Wir haben uns ja Märchen asozial schon reingezogen und die Songs aus der Bohne, ne? Ich weiß, die waren relativ aktuell. Die sind nicht immer ganz aktuell. Letzte Songs aus der Bohne, letzte Märchen asozial sind noch aktueller. Da freue ich mich auch drauf. Aber ich finde hier zwischen 2017, 18, 19, ich finde, da sieht man schon sehr krassen Qualitätsunterschied. Was nicht schlecht gemeint ist, um Gottes Willen, ne? Nicht falsch verstehen. Klingeling, der King bleibt nie gewohnt. Singt alle eure neuen Lieblingssong. Santa Berg, der Boss, das wisst ihr schon. Keiner kennt Santa von seinem Thron. Ich wünsche euch ein frohes Fest. Es harmoniert aber auch sehr, sehr nice, ne? Seine Stimme mit diesem Trompetakkord. Trompet? Trompeten? Digga, was hab ich mit diesem Dreckswort? Trompeten, Trompeten? Es heißt doch Trompeten, nicht Trompeten. Ich finde, seine Stimme harmoniert aber sehr, sehr gut mit den Trompeten. Fällt mir auch eine sehr runde musikalische Nummer, Real Talk. Und so, Merry, Merry Christmas vom Rap-Baron. Ich hab Geschenke und Geld, Mann. Ich bin im Date-Wahn, ich bin ein Weltmann. Die einzige Trennung, für die du verantwortlich bist, ist die deiner Eltern. By the way, bist nicht nur seltsam. Shots fired, Digga. Shots fired. Die einzige Trennung, für die du verantwortlich bist, ist die deiner Eltern. By the way, bist nicht nur seltsam. Rappende Hasen sind einfach nur Fremdscham. Komm doch, Klopfer, ich exe dich weg, denn du bist nur ein Feigling. Ich hoffe, das schmeckt, Mann. Mein Fest bringt... Rappende Hasen sind einfach nur Fremdscham. By the way. Guck mal, auch wie er by the way betont. Das ist also so... Also er fühlt auch komplett die Rolle, habe ich so das Gefühl. Nicht nur jetzt hier im Video, sondern auch bei der Aufnahme vorher, ne? Nur Fremdscham. Komm doch, Klopfer, ich exe dich weg, denn du bist nur ein Feigling. Ich hoffe, das schmeckt, Mann. Auch gut, ne? Komm doch, Klopfer, ich exe dich weg, denn du bist nur ein Feigling, das merkt man oder sowas. Klopfer, auch das Ekligste, was ich in meinem Leben fast getrunken habe, ohne Scheiß. Ich habe, glaube ich, auch die falschen Klopfer getrunken. Es gibt ja auch verschiedene Geschmacksrichtungen. Ich habe irgendwie so ein Nusszeug erwischt. Junge, Junge, Junge. Oh, buh. Kennt ihr sowas, wenn ihr so euch an eine Sache erinnert, an ein Essen oder an ein Trinken oder generell was, was euch überhaupt nicht bekommen hat und ihr fast wieder kotzen musstet direkt, kriegt so Gänsehaut, wenn ihr daran denkt. Boah, dieses Nussding war, glaub ich, richtig falsch, ohne Scheiß. Fest bringt Liebe und Frieden auf Erden. Für dein dummes Fest musste erst jemand sterben. Ich feier Geburtstag, du feierst bei... Stimmt auch, für dein dummes Fest musste erst jemand sterben. Eigentlich auch ganz gut. Auch gute Lines, Digga. Fest bringt Liebe und Frieden auf Erden. Für dein dummes Fest musste erst jemand sterben. Ich feier Geburtstag, du feierst Verderben. Viel fröhlicher kann deine Party kaum werden. Die Menschen lieben mich halt, tut mir leid. Die Menschen wissen nicht mal, wie du heißt. Schreiben Briefe, die Deko rot-weiß. Wie viele Filme gibt's über dich? Drei. Das Ding ist, die Menschen lieben dich jetzt noch, Santa. Viele, viele mögen dich auch nicht mehr. Die dahinter gekommen sind, hinter dein Geheimnis. Ich hab auch daran geglaubt, bis zu meinem... Lass mich nie lügen. Sechsten, siebten, achten Lebensjahr. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber dann bin ich dahinter gekommen, dass es dich gar nicht gibt, mein Freund. Ich habe bis dato geglaubt, dass du durch den Kamin kommst, mir die Geschenke hinlegst und durch den Kamin wieder verschwindest. Hättest dich nicht mit mir anlegen sollen. Doch du hässlicher Troll, nimmst gern den Mund viel zu voll. Wart mal ab, bis die Schneelawine dich überrollt. Denn beim Beef schlag ich zu, wie der Hahn bei einem Colt. Santa bleibt der Boss, das wisst ihr schon. Geht auch immer wieder, also die Beats sind auch nie zu kompliziert. Es passiert immer sehr, sehr viel. Gerade auch bei dem Sandmann-Distrack vom Osterhasen und von Santa Claus zum Beispiel. Hat auch in der Hook super viel stattgefunden. Super viel Automationsfahrten und so weiter und so fort. Aber gerade durch diese Fort-to-the-Floor-Geschichte, die Vincent Lee sehr, sehr oft macht in diesen Produktionen hier, geht es halt super krass ins Ohr direkt. Hab bis heute geglaubt, der ist real. Ja, nicht jeder kommt so schnell dahinter, leider. Die Erkenntnis lässt teilweise auf sich warten. Platz Nummer 1 ist halt Tradition. Klingeling, der King bleibt wie gewohnt. Zählt alle eure Er links, der Kollege, ne? Also ganz links. Ganz links auch YouTuber. Oder YouTuber gewesen. Er macht, glaube ich, ich hab's mir gemerkt. Macht er die VFX-Effekte, diese CGI-Dinger für Julian? Marius angeschrien, okay, das weiß ich. Aber macht er in seinem Team, macht er die ganzen Effekte, die Post-Production und so weiter? Special Effects. Frühe Effekte, ja, früher. Heute nicht mehr, früher, okay. Guck mal, ich merke mir sowas, Chat. Lieblingssong, Santa Berg, der Boss, das wisst ihr schon. Interessantes Video. Schöne Locations. Auch Tiefen und Schärfe, schön gewählt, geil. Keiner kennt Santa von seinem Thron. Seit wann macht Ferrari so... Wie nennt man dieses Gefährt eigentlich? Bearcat, ach was, steht auch drauf. Aber Schneemobil, ist ein Schneemobil. Ich wusste gar nicht, dass Ferrari Schneemobile jetzt macht. Ich wünsche euch ein frohes Fest und so. Merry, Merry Christmas vom Rap-Baron. Macht euch gefasst, Leute, jetzt kommt das Christkind. Und wehe, wenn ihr mir nur mitbringt. Boah,
wait a minute, wer ist er? Wer ist er? Macht euch gefasst, Leute, jetzt kommt das Christkind. Wer ist er? Wer, wenn ihr mir nur mitbringt? Geht schon fit, aber was soll ein Kind denn mit Meere und Weihrauch, der einfach nach Gift steht? Hast ein großes Maul für'n Hasen. Dein Scheiß lässt sich kaum noch ertragen. Mein Geburtstag, die Party des Jahres. Gästeliste, kriegst Kreuz auf deinen Namen. Auch YouTuber, aber gerade keine Ahnung, wie er heißt. Und das muss schon was heißen. Normalerweise kennen die Leute im Chat jeden, der hier irgendwo im Video rumtanzt. Sein Auftritt als Christkind ist hier mehr als weird gerade, sag ich wie es ist. Hältst mich für nen Pascha, doch dein Namen nasch ich weg. Oh, mich zu dissen hat gar keinen Zweck. Mach nicht auf und sterb nicht, was denkst du dir ehrlich? Der wahre Sohn Jahwes ist weg. Warum muss ich das Christkind jetzt einmischen? Da haben wir's doch, Chat. Mychi, M-Y-C-I. Hat leider vor einem Jahr irgendwie aufgehört, Content hochzuladen, zu produzieren. Da ist das Christkind-Chat. Santa bleibt der Boss, das wisst ihr schon. Bleib Nummer 1 ist halt Tradition. Klingeling, der King bleibt wie gewohnt. Das war aber nicht nett gerade. Warum hat er das getan? Sing alle eure neuen Lieblingssong. Santa bleibt der Boss, das wisst ihr schon. Ich war noch nie in einem Club, Gadget, aber wenn ich in einen Club gehen würde und wirklich tanzen müsste, würde ich so tanzen. Auf entspannt, wisst ihr, ich mein so. Kommt bestimmt gut an, oder? Das wisst ihr schon. Keiner geht Santa von seinem Thron. Ich wünsche euch ein frohes Fest und so. Merry, Merry Christmas vom Rap-Baron. Kann man das komplett ausschließen, dass zu dieses Jahr nochmal irgend so ein Santa-Teil kommt? Weil der kommt ja eigentlich immer am 23., glaube ich, dieser so ein Santa-Teil. Santa bleibt der Boss, Santa ist der Boss, Santa der Boss, was weiß ich. Keine Ahnung, vielleicht bringt er noch einen, ja, denke ich schon. Die Bohnen-Videos sollen die letzten Videos auf seinem Kanal sein. Ach was. Aber wie, also ich stopp jetzt hier einfach nur aus, weil hier das Licht gerade gut ist so. Wie, er lädt nichts mehr auf dem Hauptkanal hoch oder was? Hat es komplett ausgeschlossen, dass jemals wieder auf seinem Kanal irgendwas passiert? Ich meine, vielleicht mal, keine Ahnung, die letzten Märchen asozial, Akt 4 oder sowas, Akt 4, Akt 5, Akt 6, wisst ihr, ich meine, Akt 6. Oder zieht die Geschichte vielleicht noch so weiter oder endet Akt 3, also die letzten Songs aus der Bohne, vielleicht endet Akt 3 ja so, dass es keine Fortsetzung gibt, wisst ihr, ich meine? Aha, das war Santa bleibt der Boss. War sehr interessant.